dachte, ich stream mal, wie ich einen Installer für Quake 3 programmiere. Und zwar einen Installer, der quasi diese ganzen Schritte hier in der Anleitung automatisiert. Genau. Ich werde das Ganze in Go programmieren. Einfach, weil es so die Sprache ist, die ich wirklich am besten beherrsche. Ja, die grundsätzliche Idee ist, Frank hat hier eine Anleitung zur Verfügung gestellt mit den ganzen Schritten, die nötig sind, also die Programme, die man runterladen muss und installieren muss und so, um Quake 3 in einer ordentlichen Qualität heute spielen zu können. Und die Idee ist, das Ganze quasi zu automatisieren. Genau, also im Optimalfall muss man einfach nur eine Exit-Datei ausführen, die lädt das alles runter, installiert es. Wenn sie es nicht runterladen kann, zeigt es einfach entsprechende öffnet die entsprechende Webseite, fordert einen auf, das runterzuladen und erkennt dann, wenn es fertig ist. Ja, das ist die grobe Idee. Gibt ja auch einige Sachen irgendwie, ja, irgendwelche ZIP-Dateien runterladen hier zum Beispiel und dann irgendwie eine Datei daraus entpacken. Und das können wir alles automatisieren. Oh, das war falsch. So. Genau. Auch die Autoexec-Config, die können wir dann natürlich automatisch anlegen, wobei wir dann wahrscheinlich die Leute auffordern müssen, die Refresh Rate und die Auflösung anzugeben, aber das ist ja kein Problem. So. Genau. Wie gesagt, wir machen das Ganze in Go. Das heißt, ich habe hier schon eine Main Go angelegt. Ich habe eine Links.txt angelegt, die macht aber eigentlich nichts. Die können wir löschen. Genau, also die Main.txt, da werden wir den ganzen Code unterbringen, höchstwahrscheinlich. Wir werden ein paar Programme, ein paar Libraries benutzen in dieser Software. Einfach um uns die Arbeit ein bisschen einfacher zu machen. Das unter anderem, dass wir Links einfach öffnen können, dass er dann den Standardbrowser nimmt. Da gibt es eine Library für. Genau. Genauso, dass wir auf die Registry zugreifen. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass alle das über GOG kaufen. Auch wegen der DRM-Freiheit. Das heißt, wir werden über die Registry rauskriegen, wo das Quake aus GOG installiert ist und das entsprechend entsprechend die Dateien ins richtige Verzeichnis einfügen und so. Ja, dann legen wir mal los. Also bei Go immer das Package erst angeben, dass es die Main Go ist auch das Package Main. Das ist einfach der Eintrittspunkt fürs Programm. Wenn ich Leertaste, genau, Steuerung Leertaste drücke, dann sollte er eigentlich Auto vervollständigen. Das hat jetzt ein bisschen gebraucht. Dann fügt er aber unsere Func Main ein, also Funktion Main. Das ist die Funktion, die quasi ganz am Anfang am Programmstart aufgerufen wird. Genau. Das erste ist rauszukriegen,
Ja, wo das Spiel installiert ist eigentlich, weil davon hängt ab, wo wir die ganzen Dateien reinkopieren. Es gibt so eine halboffizielle Go-Library dafür. Golang.org, X sind die erweiterten Standardbibliotheken. Ja, das geht nicht. Okay. Hoppala. Das ist Windows. Das sind alles Tabs anscheinend. So. Wir können mit Registry relativ einfach auf die Windows Registry zugreifen. Dazu muss ich diese erweiterte Standardbibliothek allerdings installieren. Go get Rechtsklick. So. Jetzt, genau. Und jetzt kann ich, hier ist die Dokumentation. Jetzt kann ich mir mal aussuchen. Also ich habe in der Registry das schon gefunden. Also Computer ist klar, Local Machine Software, WAO 64 32 Node, GOG.com Games. Ich weiß allerdings nicht, ob diese Nummer hier fest ist. Das scheint aber die Game-ID zu sein. Also die scheint fest zu sein. Können wir hier erstmal gucken. Hier steht das auch drin. Software, Microsoft. Ja. Also scheint diese Funktion hier Registry Open Key zu sein. Registry, Auto vervollständigt ist mir schon. So, Open Key. Open Key, genau. So. Key, Open Semi Key Path relative to Key K. Das scheint Registry Local Machine zu sein. Stimmt das hier? Local Machine, ja. Local Machine. So, Path. Den haben wir gerade kopiert. Das ist so ein bisschen das Problem mit diesen Backslashes. Das mag Go nicht. Deshalb nehmen wir das in diese Ticks einen Rahmen. So, Access Parameter. Ja, wir wollen das nur abfragen, deshalb Registry Query Volume. Value. Okay. Das Ganze gibt ein Key und einen Fehler zurück. Key Error. Unter Go ist es so, viele Funktionen. Ne? Genau. Viele Funktionen geben einen Rückgabewert zurück und einen Fehler. Dieser Fehler kann auch nil sein, also nichts. Das heißt, es war alles erfolgreich. Das heißt, wenn wir das zuweisen hier, dann checken wir einfach in der nächsten Zeile, ob es einen Fehler gegeben hat. Also if R ist nicht null. Und in dem Fall, wenn wir das abfragen, wollen wir wahrscheinlich, also sehen wir wahrscheinlich, okay, dieses, na, okay, da. Das hier gehört nicht dazu. Dieser Key existiert nicht. Das heißt, das hier wurde nicht, also das Spiel wurde wahrscheinlich noch nicht installiert. Das heißt, wir werden eine entsprechende Fehlermeldung ausgeben und erstmal ja das Programm beenden. Ausgaben gehen über FMT, also Format. Printline
können mit Exit quasi das Programm beenden und einen Rückgabewert ausgeben. Das ist eigentlich nur sinnvoll, wenn ein anderes Programm das Programm jetzt aufruft. Allerdings ist es einfach nett, wenn man quasi sagt, okay, es hat nicht geklappt, deshalb geben wir hier eine 1 aus. Geklappt hat es, wenn wir eine 0 ausgeben. Hier oben sehen wir einen Fehler, der sagt Key declared but not used. Genau. Jetzt können wir Key aufrufen. Delete value wollen wir nicht. Get value wollen wir wahrscheinlich. Okay, nee, das ist die Subvalue. Get string value. Okay, retrieves the string value for the specified value and then associate with the open key car. Okay, also, was hier passiert ist, wir sind quasi in dieser Ansicht drin und jetzt müssen wir herausfinden, wo das Spiel installiert ist. Da können wir wahrscheinlich Path nehmen. Also geben wir hier ein Path. Das gibt eine ganze Reihe an Sachen zurück. Einmal val string, einmal val type und einmal val, einmal error. String value of specified name associated with the open key. Also, if value does not exist. Okay, also er fragt auch ab, ob das RecSet ist. Das ist es. Okay, das heißt, es muss auf jeden Fall sein. Das heißt, wenn hier ein Fehler auftritt, GamePath, den Typen brauchen wir nicht, den Fehler brauchen wir aber sehr wohl. Das heißt, wenn hier ein Fehler auftritt, dann ist auch irgendwas nicht in Ordnung. Okay, jetzt haben wir GamePath, wird nicht benutzt, das ist aber klar, das ist jetzt ein String. Als nächstes steht wahrscheinlich an, rauszufinden, ob dieser GamePath existiert und ob wir darauf zugreifen können. Das wird eigentlich immer per OSStat gemacht. OSStat. OS ist ein Standardpaket von Go, ist auch hier oben schon importiert. GamePath. Info Error. Es gibt auch einen Error zurück. Also Go vermeidet es eigentlich, sogenannte Exceptions zu benutzen, die man quasi nochmal mit einem anderen, einer anderen Struktur abfangen müsste. Stattdessen werden diese wird das einfach quasi als letztes Rückgabe-Argument oder als letzter Rückgabewert übergeben. Das heißt, wir haben ständig dieses Error und müssen es prüfen. Das zwingt allerdings auch dazu, einen ordentlichen Code zu schreiben, der wirklich alle Fehler abfängt. In dem Fall stat if error. No. Wir können hier übrigens auch jeweils noch den Fehler mit übergeben. Mache ich aber nicht print line, sondern print f. Und zwar
hat das den Vorteil, dass der Nutzer sehen kann, was genau schiefgegangen ist. Es kann ja auch sein, dass das irgendwie einen anderen Typ hatte in dem Moment. Und dann könnte man das im Zweifel noch beheben. Das gleiche ist hier. Und Error. Nee, und PDF. Not find the game folder. Hier sollten wir immer noch ein new line anhängen. Einfach damit das nicht irgendwie stört in der Konsole. So, jetzt haben wir die Info. Jetzt können wir checken, also if info ist wenn es nicht der ist, ja, das können wir eigentlich ablassen. Also in dem Fall dieses Stat dient vor allem dazu zu checken, ob wir auf diesen Ordner zugreifen können. Ja, auf jeden Fall kein Doppelpunkt ist gleich. Das Doppelpunkt ist gleich führt dazu, dass die Variablen neu initialisiert werden. Das haben wir hier zum Beispiel gemacht. Key und Error als Namen existierten quasi nicht in Main. Und mit diesem Doppelpunkt Error können wir sagen, okay, die werden initialisiert und zwar mit den Werten, die hier OpenKey zurückgibt. Das ist Key und Error. Das gleiche hier mit GamePath und Error. Hier werden drei Sachen zurückgegeben. Einmal String, das heißt GamePath wird eine Zeichenkette. ValType verwerfen wir, dieser Unterstrich. Und Error wird nochmal gesetzt. In dem Fall ist er intelligent genug zu erkennen, dass er den hier schon mal hatte und nicht neu initialisiert. In dem Fall hier, es gibt Error schon. Und es gibt nichts Neues. Das heißt, dieses Doppelpunkt gleich ist vollkommen unnötig. Das heißt, er hat mir jetzt gerade gesagt, ich soll einfach den Doppelpunkt wegnehmen. Hier machen wir noch OS Exit 1. Alles klar. Das heißt, wir haben jetzt den Ordner, in dem das Spiel ist. Das ist schon mal super. Wir können es sogar schon ausführen. Go run Mango. Schauen wir mal. Okay, also er baut es und er führt das auch aus ohne Fehler. Wir können jetzt einfach hier mal ein Printline reingeben und sagen, gib uns mal den GamePath aus. So. DGOG Quake 3, da habe ich es installiert. Genau richtig. Alles klar. So, ja, das hatten wir. Es ist aber, also es gibt noch IO Quake. Das ist quasi ein Projekt, das das Quake so ein bisschen aufbohrt. Also ja, Quake, die Quake 3 Engine selber ist ja Open Source, Quake 3 Arena nicht, deshalb muss man es einmal kaufen und installieren. Genau. Das heißt, wenn man das installiert hat, hier gibt es die entsprechenden Downloads. Ja. Also ich würde jetzt quasi einfach durchgehen und diese Dateien jemals downloaden und entpacken. Nein, also downloaden und ausführen, so rum. Und jeweils dann entsprechende Texture Packs und sowas, die ganzen Sachen in die richtigen Ordner entpacken. Genau.
immer hier schon gesehen hat. Diese Ausführung, die braucht quasi keine Zeit. Das, was hier gerade Zeit braucht, ist das Kompilieren. Das heißt, das hier können wir einfach davor machen, das ist gar kein Problem. Wir können jetzt, wir können so das Printline oder machen wir wieder ein Printf. Können einfach sagen, found installed Quake 3 Arena at path Doppelpunkt S. So, wenn wir das jetzt ausführen, sagt er found installed Quake 3 Arena at path D GOG Quake 3. Perfekt. So. Nächster Schritt ist eine Funktion zu bauen, die, jetzt ist das falsch, die Dateien runterladen kann und ausführen kann. Also ich würde es erstmal trennen, erstmal runterladen in eine temporäre Datei am besten und dann in einem separaten Schritt ausführen. Da würde ich einfach gucken, es gibt temp-path bei Go oder temp-iota, temp-file, genau. Was es mir ermöglicht, eine Datei zu öffnen, die einem bestimmten Pattern entspricht. Und ich kann sogar sagen, okay, der Dateiname soll so und so sein und kann ein Sternchen reinmachen, dann macht er mir einen, einen random String da rein. Genau. Das hier werde ich jetzt benutzen. Das ist IOUTA. Das heißt, er macht das mir hier auch automatisch. IOUTA. Temp-File. Jetzt hat er mir das auch automatisch importiert hier oben. So, IOUTA, das will ein Ordner. So, if dir is empty, temp file will use the default directory for temporary files. Das heißt, dir lassen wir als leeren String. Und Pattern ist quasi der Dateiname, den wir angeben, wo wir ein Sternchen reinmachen, damit er da ein bisschen Platz hat. Okay, das heißt, das dir ist leer. Hier sagen wir ihm, heißt diese Datei IOQuake. Okay. Machen wir hier ein Sternchen. Alles klar. Das macht er jetzt auf. Das heißt, also er öffnet uns die Datei auch gleich. Das ist ganz nett. Und das sollten wir am besten in eine eigene Funktion machen. Also func download file. So. So, ich würde sagen, also Download-File sollte quasi eine URL nehmen und hier dieses Pattern und dann am Ende ein Error beziehungsweise den Dateinamen zurückgeben. Das heißt, wir haben hier URL-String. Und Pattern. Und am Ende soll rauskommen String und Error. Dann sage ich hier einfach, okay, Pattern. Wieder if Error 0, return leerer String und nicht 0, sondern Error.
Das heißt, wenn diese Datei nicht geöffnet werden kann, dann macht er das. Wenn die Datei geöffnet werden konnte, dann machen wir ein defer fclose. Das stellt sicher, dass diese Datei auf jeden Fall geschlossen wird, sobald diese Funktion hier endet. Ist ein bisschen komische Syntax, sage ich jetzt mal. Ist aber ganz sinnvoll, weil wir quasi, selbst wenn irgendwie blöd unsere Funktion bricht ab, crasht oder sowas, die Datei wird auf jeden Fall geschlossen. Das heißt, wenn wir das dann in der Main benutzen, können wir auf jeden Fall sicher sein, die Datei ist da, die Datei ist auch vollständig geschrieben. Genau. So, was wir jetzt machen können, ist per HTTP GET diese URL abzurufen. Url. So, und das hier gibt zurück, er lädt noch, also er nimmt eine URL, das übergeben wir ja, und er kriegt eine Response und Error. Resp per if Nil, return, derer String, error. Okay. Also wir geben quasi die Fehler einfach immer nach oben weiter an den Aufrufenden über den Error hier hinten. So. Und jetzt ist es eigentlich nur noch diese Responses, die haben ein Error Body. Also resp.body. Das ist ein Read-Closer. Was da passiert ist, wenn das erfolgreich war, werden dort die Daten, die quasi runtergeladen wurden, übergeben. Und das ist ein Reader, das heißt, während wir den verarbeiten, wird er noch runtergeladen. Das ist quasi ein Datenstrom. Wir müssen aber auch sicherstellen, dass wir den schließen am Ende. Und das mache ich ebenfalls mit einem defer resp.body.close. Aber so eine Eigenheit von Go. Wir müssen diesen Body schließen. Wir können es auch lassen. Dann kriegt er allerdings Probleme mit der Verbindung. Und zwar managt der hier mehrere Verbindungen. Und wenn wir zum Beispiel von dem gleichen Server nochmal was abrufen wollen, was wir ja durchaus wollen, wenn man hier die Liste anschaut, dann kann er diese Verbindung nicht nochmal benutzen, sondern er muss quasi eine neue aufbauen und ob die alte wirklich geschlossen wird, ist so ein bisschen fraglich. Deshalb immer diesen Buddy schließen. Genau. Was wir jetzt eigentlich machen, ist eine Kopie von diesem Body in die Datei rein. Dafür gibt es eine Funktion, das ist nämlich IOCopy. Genau. Und die nimmt zuerst das Ziel, das ist F, und dann die Quelle, resp.body. Was das hier macht, ist, also es gibt einen Error zurück, den sollten wir auf jeden Fall abfangen. Als erstes Return gibt es quasi die Anzahl der Bytes, die es jetzt übertragen hat, zurück. Das interessiert uns aber nicht, sondern nur, ob ein Fehler passiert ist. Was der quasi macht, ist, er ruft hier wiederholt bei dem Body die Read-Funktion auf. Und mit den Daten, die er gelesen hat, ruft er die Write-Funktion von f auf. Also f hat eine Write-Funktion, Body hat eine Read-Funktion. Und das macht er quasi so lange, bis Body zurückmeldet, gibt nichts mehr. EOF, also End of File. Und dann macht er quasi noch einen letzten Schreibbefehl in das f rein und ist fertig. Da wir hinterher hier nichts mehr weiteres machen wollen, mit dem Defer ist ja das Close und das Close schon abgedeckt, können wir einfach hier return fname
was einfach den Dateinamen zurückgibt und Error machen. Hier meckert er wieder, ja, hier werden keine neuen Variablen generiert, das ist kein Doppelpunkt. So, Download File. Jetzt würde ich noch eine Funktion bauen, Download and Open. Das war Funk Download and Open. Auch wieder eine URL und Pattern. Mit Strings gibt allerdings nur ein Error zurück. Und was das macht, ist, er lädt die Datei runter. Wenn das erfolgreich ist, dann öffnet er die Datei. Dafür gibt es eine Library, Golang Open. Open Golang, genau. Was die macht, ist mit dem entsprechenden Befehl unter den verschiedenen Betriebssystemen, was auch immer wir hier übergeben. Es kann auch eine URL sein, zum Beispiel, zu öffnen. Das heißt, wir können dann dieses Name, was wir hier zurückgeben, das können wir dann in das Open reingeben und das öffnet dann quasi diesen Installer in dem Fall. Das können wir auch später benutzen, um so Sachen, wie wir nicht direkt runterladen können, zu öffnen. Zum Beispiel, ich glaube, das hier war das, das High-Quality-Ding. Das können wir nicht direkt öffnen. So. Also nicht direkt runterladen, Entschuldigung. Jetzt können wir erstmal sagen, okay, Name und Error Download File Roll Pattern. Wir könnten auch was random nehmen, ist aber, ich finde, ein bisschen schöner, wenn man das quasi dann ordentlich abgelegt hat. Wieder wie immer, if error ist nicht null, return error. In dem Fall nicht return leeren String und error, weil wir ja nur den error zurückgeben können. Genau. Wir haben jetzt dieses Open Golang. Wir können das einfach kopieren hier. Und dann, also er sagt uns auch schon, wie wir das hier importieren sollen. Das kann man vielleicht eher nehmen. So. Und jetzt können wir hier in der Konsole go get, ich mach mal minus u und minus v rein. Das bewirkt einfach ist quasi Update. Also selbst wenn das schon mal installiert war, wird einfach die aktuelle Version runtergeladen. V sagt uns einfach, was passiert. Sagt er hier, okay, er downloadet das. Genau, und jetzt hat er, also er hat quasi einmal dieses Repo hier runtergeladen und dann hat er das Open kompiliert und schon mal hinterlegt. Das heißt, wir können jetzt hier Open benutzen. Open.run, run with. Genau, open a file, wait for the open command to complete. I run with. Nee, wir wollen einfach nur run. So. Und zwar wollen wir name ausführen. Und zwar bis es beendet ist. Wir können das einfach returnen, weil es gibt uns ja schon einen Error zurück. Aber wir wollen quasi, also wir laden das einmal runter. Und dann führen wir das aus. Und erst wenn der Installer beendet ist, kehrt das hier wieder zurück. Wir können das gleich mal ausprobieren. Und zwar mit der ersten URL, Download and Open. Ich nenne es mal Download and Run. Das ist, glaube ich, ja, wobei, ja, ich nenne es mal Open. In dem Fall ist es eigentlich wirklich Download and Run. Also Open funktioniert natürlich auch
bei Bilddateien zum Beispiel, und da benutzt er halt den hinterlegten, die hinterlegte Software, die Bilder öffnet oder Bilder von diesem Typ öffnet. So, jetzt wollen wir erstmal den Installer hier runterladen. Ich würde das fast auf HTTPS ändern. Wir können das gerade mal probieren. Also wenn ich das einfach so ausführe, lädt das runter. Wenn ich hier sage HTTPS, macht das auch. Okay, dann nehmen wir lieber HTTPS. Das hat den einfachen Grund, dass die Verbindung dann verschlüsselt ist und keiner das manipulieren kann, weil wir führen es ja doch aus. Also es ist ja, ist ein bisschen tricky, dieses, also das so zu machen. Ich mache das hier wieder so, dass ich hier quasi ein Sternchen einfüge. IO Quake 3 gibt es hier noch. IO Quake 3. Ja, das kann man dann entsprechend hinterlegen. Okay. Das heißt, er macht jetzt Download and Run. Er gibt hier einen Fehler zurück. Also nochmal Error gleich if Error ist nicht nil. Printf Error during Download of IO Quake. Hoppala. Ja, jetzt schauen wir mal. Wenn wir das jetzt ausführen, müsste er es runterladen. Hat jetzt natürlich keine. So, was hat er mir? Die IO Quake. Hier ist die zufällige Ziffernkombination. Das kann ich hier jetzt sagen. Okay, es funktioniert. So, jetzt habe ich es beendet. Ja, das ist okay. Aber quasi, man möge beachten, erst in dem Moment. Ah, nee, okay. Also wenn ich also es scheint quasi eine Art Dropper zu sein. Also wenn ich das ausführe in dem Moment, diese Echse, die hier ausgeführt wird, schon beendet. Das hat den Grund, weil das hier als, hoppala, weil das als Admin läuft. Also man kann quasi eine Exe-Datei, wenn die einmal gestartet ist, nicht als Admin laufen lassen. Also wenn die vorher nicht als Admin lief, läuft die auch dann nicht. Stattdessen, was die machen, ist, die starten sich einmal selber als Admin neu. Ich könnte das jetzt nachahmen, ich könnte aber auch einfach sagen, okay, Download and Run und dann kann ich hier ausgeben. Okay, please press enter when the installation complete. Wobei, kann man eigentlich sogar noch geschickter machen. Und zwar bei dem Download and Run können wir hier quasi davor sagen, Printline, ja, also erstmal Printf downloading s Punkt, Punkt, Punkt. So, URL. Printline, please press enter to run s Punkt, Punkt, line name. So,
Und was wir hier jetzt machen können, ist find scan, scanline. Was das hier bewirkt ist, was hat er hier? Post-Formatting. Achso, ah, ja. Warnt mich hier, dass ich hier ein F machen sollte. Er gibt es hier aus und dann sage ich ihm, lies mal eine Zeile ein. Also quasi bis der Nutzer Enter drückt. Und dadurch kann ich hier halt sagen, okay, drück einfach Enter, dann führen wir das aus und dann ist gut. Und dann kann man so Geschichten machen. Wir haben hier drei Echsen, dass wir die drei quasi hintereinander runterladen und während quasi das eine installiert wird, kann schon das nächste runtergeladen werden. Ich mache hier immer hier quasi das Sternchen hin. Quake Q3A. Was haben wir hier noch? Q3CTC. So. Das ist wieder ein anderer Excel-Name. Also ich räume die Dateien jetzt auch nicht auf. Den einfachen Grund, dass man im Zweifel die selber nochmal aufrufen kann. Q3CTC. So, was jetzt passieren sollte, ist quasi, er lädt das hier runter, sagt, drück mal Enter, um es auszuführen. Das macht man und während er dann installiert, wird schon das nächste runtergeladen. Können wir jetzt mal schauen. So, Downloading. Please press Enter. So, jetzt hat er es hier ausgeführt. Ich mach mal abbrechen. Ja, quit. Es scheint größer zu sein. Ist aber okay, weil der lädt es ja runter, während wir das andere machen. So, was ich jetzt auf jeden Fall noch machen möchte, ist, dass er hier kein Newline macht, sondern dass er quasi auf der gleichen Zeile bleibt, weil wir drücken ja Enter, das heißt, wir haben dann schon eine neue Zeile. Können wir jetzt mal ausprobieren, Downloading. So, please press Enter, zack. Jetzt macht er das hier. So, währenddessen lädt er schon weiter runter. So, jetzt sagt er, please press Enter. Da wieder. Oh, ja, hier. No. Das ging auch ganz schnell. Dann kann man das jeweils installieren. So, das heißt, die sind schon mal abgedeckt. Während die quasi installiert werden, können wir fortfahren. Das High Quality Texture Pack. Das können wir, nee, das können wir einfach runterladen, genau. Dafür würde ich quasi sagen, das ist ja keine ausführbare Datei, sondern Name. Texture Pack Zip. Ja,
So, download file. Und zwar hier, ich mache wieder ein HTTPS draus. Und dann würde ich einfach die gleichen Dateinamen hier nehmen. Vielleicht Sternchen hier, so. Sollten den Fehler abfangen. Download of Texture Pack. So, hier sollte er jeweils abbrechen. OS Exit 1. Wahrscheinlich auch schon allen aufgefallen, bei mir nicht. So. Und jetzt haben wir hier quasi dieses Texture Pack, den Pfad zu einer ZIP-Datei. Den können wir jetzt nehmen. Das brauchen wir aber, glaube ich, erst später. Folgende Datei herunterladen. Genau. Wenn wir diese Datei hier runterladen, die können wir nicht direkt runterladen. Das ist hinter so einer... Oder? Er leitet uns weiter. Ich glaube, er leitet uns per JavaScript weiter. Ja, set timeout. Allerdings ist es das gleiche, was er hier auch hinterlegt. Wir könnten es natürlich automatisch runterladen. Wir könnten quasi sagen, wir parsen das hier und finden den Download-Link da drin. Wäre natürlich, weil es natürlich sehr viel automatischer ist, schön. Gerade, ja, das ist quasi der Direktlink. Hier leitet er quasi noch 5 Sekunden weiter, also 5000 Millisekunden. Macht aber noch eine ganze Sache weiter. Adblock. Unblocked, okay. Wäre natürlich schön. Die Frage ist, ändert sich diese ID hier? Scheint sie nicht. Könnten also versuchen, mit einem Deep Link die Datei abzurufen. Genau, was wir da abrufen, ist letztendlich eine ZIP-Datei wieder. Das heißt, wir laden die nur runter. Was ist das denn genau? High-Quality Quake. Okay. High-Quality ZIP. Balla. Zip. Download file. Okay. Mal schauen, ob das funktioniert. Akku. Nehmen die das hier. Jetzt ja immer die Versionsnummern durch das Sternchen, ist aber letztlich auch egal. Error during download of high quality quake.
So. Weiter im Text. Das haben wir runtergeladen, das haben wir runtergeladen. Installation. Das haben wir schon angefangen quasi. Was quasi passiert ist, wir laden diese Dateien, während die letzte Installation noch läuft. Dateien vom Original Quake 3 Arena werden benötigt. So, genau, jetzt geht es nämlich darum, dass wir IO Quake, so identifizieren, wo IO Quake ist im System. Ich habe nämlich hier bei GOG Quake 3 drinne, aber hier ist IO Quake. Das hat einen Pfad und diesen Pfad, den können wir im Registry mal suchen. Installdir. Das sieht doch gut aus. Und zwar ist das hier unter Software wieder Local Machine. So. Das können wir wahrscheinlich sogar hier vorne abrufen. Ich würde es aber erst hier hinten machen. So ein Error getting the Game Pass. Genau. Das ist wieder Registry. Open Key. Registry.localMachine. Jetzt den Pfad. Achso, wieder mit Ticks, weil er sonst mit den Backslashes durcheinander kommt. Backslash ist eigentlich das Escape-Zeichen. Also quasi könnte ich jetzt hier ein spezielles Steuerzeichen mit einem Backslash davor reinmachen, dann wird das zum Beispiel New Line machen, also Backslash N wäre New Line. Mit den Ticks macht er das nicht, also mit den Ticks, mit diesen einfachen Anführungszeichen nimmt er das quasi so, wie es da steht. Hier war Registry Query Value. Okay. Gibt wieder ein Key und Error. Das ist mal nur ein einfaches ist, weil wir haben hier oben ja schon mal ein Key abgefragt. Printline, printf. Could not repeat Quake. IO Quake Path. Balla, das ist falsch. So. Ist auch falsch. So, Error. Das Exit 1. Also, das kann man noch eleganter lösen, indem man einfach fragt, ich konnte es nicht identifizieren, gib mir einfach den Pfad. In dem Fall haben wir es aber, können wir jetzt einfach sagen, erstmal in der ersten Iteration, wir lassen es. Genau, jetzt hat er IO Quake. Das heißt, er hat sowohl das Original als auch das IO Quake. Jetzt geht es darum, die Dateien zu verschieben. Und zwar brauchen wir aus dem Original das Base Q3 Pack 0. Und Q3 Key. Dafür mache ich einfach eine Funktion Copy. Copy File. Das Problem ist nämlich, also es gibt zwei Möglichkeiten. Also wie man eine Datei verschiebt, wollen wir aber eigentlich nicht. Wir wollen ja sowieso kopieren. Aber es geht quasi über den Systemweg und es gibt quasi diesen Quick and Dirty Weg, dass man einfach eine neue Datei anlegt und die alte in die neue rein kopiert. Wir machen mal die Syntax ähnlich wie Copy, das heißt, das Ziel kommt als erster Parameter. New File, New Path.
old path string. Okay. Erste ist, die alte Datei zu öffnen. Source und error ist OS open. Wir können einfach open benutzen. Old path if error ist nicht null. Das ist der normale Weg, wie man Dateien öffnet in Go. Wenn es nicht geklappt hat, failen wir einfach, sagen einfach return error. Ansonsten defer source close, wie gehabt. So, erst wenn das geklappt hat, legen wir die neue Datei an. Das ist dest r os create new path if error nicht null, return error. So, das heißt, wenn das Anlegen nicht klappt, dann schließen wir auch die Datei wieder hier. Wenn das Anlegen geklappt hat, dann wollen wir auf jeden Fall sicherstellen, dass wir dest wieder schließen. So, und jetzt können wir quasi anfangen, oder jetzt können wir wieder mit IOCopy die Datei übertragen. New File, dest source error. Error gab's schon. Okay. Return error. Okay. Das heißt, wir können jetzt eine Datei einfach kopieren. Das sollten wir auch tun. Wir geben auch nochmal netterweise aus, dass wir das Ziel gefunden haben. Found installed IOquake at path. Habe ich noch was vergessen? Genau. Game path ist vielleicht blöd. Quake path. So. Auch Quake path. Dementsprechend, was wir hier machen, wäre dann IO Quake Path. So, und jetzt hatten wir ja im Registry-Ding hier install dir. This is install dir. Getting the game path, please install IO Quake. Okay. Und jetzt können wir quasi sagen, wir haben alles runtergeladen hier. IO Quake. Genau. So. Ich würde das einfach mal testen. Hier meckert er allerdings, dass wir zwei Variablen nicht benutzt haben. Das kann man ganz einfach umgehen, wenn man sagt, unterstrich, gleich texture pack zip und high quality zip. Dadurch werden die in Anführungszeichen benutzt, weil die werden ja hier zugewiesen, wenn auch zu nichts. Und der steigt uns nicht aufs Dach, wenn wir es ausführen. Er lädt das erste runter. Ja, ausführen. No. Jetzt schon das zweite runter. So, ja. Wieder. Ausführen will. Das dritte runter. Nein. So, jetzt lädt er die anderen Zips runter. Da sollten wir vielleicht auch noch eine
Dieses Downloading sollten wir wahrscheinlich in das Download-File rein verschieben. Direkt vor das Copy hier. Das dauert nämlich eine ganze Weile. Jetzt lasse ich das mal so. Mach das hier weg. Und machen das hier quasi davor. Downloading. Jetzt können wir auch nochmal was ganz fancy machen. Und zwar, wenn das hier klappt. Ah, nee, nee, das geht so nicht. Okay, na gut. So wie es quasi gebaut ist, geht es gerade nicht. Sonst könnte man sagen, Downloading, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann macht man, wenn der Download, wenn das Copy hier durch ist, macht man OK dahinter. Funktioniert allerdings so jetzt nicht. Man kann es mal ein bisschen schöner machen, aber das ist jetzt erstmal okay. So, Downloading, genau. Das skippen wir. Also, wie gesagt, dieser zweite Download zum Beispiel läuft, während das erste noch installiert. Das ist eigentlich ganz nett. So, no, downloading, nicht, so, jetzt lädt er das Hi-Res runter, Hi-Res, Entschuldigung. Braucht eine ganze Weile. Oh je. Ja. High Quality Textures. Das gibt natürlich ein bisschen. Sollte vielleicht hier hinter das Downloading Leerzeichen machen, damit man sieht, wo der Dateiname endet oder der Pfad, die URL endet. Oh je, oh je, oh je. Riesendatei. Ja, 170 Megabyte. Ah, jetzt lädt er schon die zweite runter. Genau, found installed IOQuake. Das heißt, er hat sowohl die Quelle hier oben gefunden, dgog Quake, als auch das Ziel. Das heißt, jetzt können wir anfangen zu kopieren. So. Immer schön sagen, was wir tun. Copying Quake Level Data Quake 3 Level Data Punkt Punkt Punkt. Ach so, ja, sparen. So. Und zwar steht hier drinne, wir sollen die Pack 0. Es gibt die Möglichkeit unter Go
dass wir uns Pfade zusammenbauen, relativ dynamisch. Und zwar per File Path.join. Und zwar, was das macht, ist, das nimmt mehrere Pfadelemente und baut uns daraus einen Pfad quasi verknüpft. Das heißt, wir fangen an mit dem Create Path. Selbst wenn einzelne Segmente zum Beispiel mit einem Backslash enden oder mit einem Slash, dann wird der wird erkennt er automatisch, dass das ja, dass das schon der Separator ist und ignoriert den. Das ist beides hier im Ordner Base Q3. Mache mal das Ding zu. Und okay, es ist einmal. Denk immer, das ist eine andere, ein anderer, ein anderes Programm. So. Copy File. Und zwar, wie gesagt, das ist wieder andersrum. Das heißt, das ist ja der Quellpfad und der Zielpfad ist FilePath Join IOQuakePath. Der ist das gleich. Und das gleiche für die zweite Datei. Man kann es noch ein bisschen netter machen. Print F. Na, Printline machen einfach. Copying. Q3 Key. So. Das heißt, wir haben den Teil hier abgeschlossen. So. QCSV Hires entpacken und die darin enthaltene Datei in das Base Q3 Verzeichnis kopieren. Wir können jetzt mal einfach in dem Temp schauen. Da müssten die Dateien ja drinnen sein. So, Quake. Ja, schon ein paar Mal runtergeladen. Da ist die Datei X irgendwas. Das dürfte ziemlich weit unten sein. Hier. Genau, das ist einfach direkt hier drinnen. Ist der Dateiname. Die sollen wir jetzt entpacken. Was wir machen können, ist, wir bauen uns eine Funktion. Unpack from zip. Zip-File. String. Und wir können Target Path. Ah, Zip-File und Target Path, sage ich mal. Target Path. So, also wir haben eine ZIP-Datei und ein Ziel, wo die rein extrahiert werden soll. Und dann können wir noch einen Filter angeben. Und sagen einfach Files. So, diese drei Punkte hier heißen, dass wir quasi beliebig viele Files hier angeben können. Und die werden intern als ein Slice, also als eine Liste übergeben. Zunächst mal sollten wir allerdings das ZIP aufmachen. Es gibt
bei Go integriert eine Möglichkeit, Zips zu entpacken. Nee, Container war es nicht. Wahrscheinlich Compress, genau. Nee, nicht Zlib. Nee, es war auch nicht Compress, es war irgendwas anderes. Ich kann mal gucken. F-Zip. Da, Archive, ganz oben. Also Archive-Zip, was uns einfach ermöglicht, hier gibt es irgendwo eine Funktion, New Reader, genau. Eine, nee, Reader ist nicht richtig. Open Zip-File, hier Open Reader. Was es uns ermöglicht, eine ZIP-Datei einfach zu öffnen und dann über diesen Read-Closer hier die einzelnen Dateien zu entzippen. Das heißt, wir holen uns erstmal durch den Open Reader ach so, deshalb macht er das nicht. Genau, also wir öffnen über den Open Reader die ZIP-Datei. In dem Open Reader hier, in dem Reader ist auch dieser Reader hier drin. Klick. Mit dem können wir quasi durch die Dateien gehen, die in dem ZIP drinne sind und die auspacken. So rum war es, genau. Also, zip.openreader, zip-File. Hier bekommen wir raus, garantiert ein Error und wahrscheinlich ein Read-Closer. Ja. Zip Reader in Error. Wenn der A nicht mehr ist, return A. Defer Zip Close. Zip Reader Close. So. Das heißt, wir machen die Datei auf jeden Fall wieder zu. Das ist einfach sauber. So. In dem Zip Reader wir File, was eine Liste mit Dateien ist. Die müssen wir durchgehen. Das heißt, wir machen eine Loop, also eine Schleife. For uns interessiert der Index nicht. F Range ZipReader File. So, und F ist quasi jetzt jeweils ein File hiervon. Genau, F. Und die können wir jetzt nämlich aufmachen. Ich würde aber erstmal den Namen checken. Und zwar gegen diese Files-Liste. Da mache ich mir einfach eine Hilfsfunktion. Contains Strings. Ah, Haystack. Und String Needle, also die Nadel im Heuhaufen. Und wir geben Bool zurück, also ja, true oder false, ja oder nein. Und letztendlich gehen wir einfach über ja Haystack Straw wahrscheinlich, genau. Wir gehen quasi durch den Haystack durch, also durch die Liste von Dateien und gucken, ob unsere Needle drinne ist. If
straw is neat needle. Ah, das hier ist falsch rum. String. Needle. So. Return true. Ansonsten, wenn er durch ist und nichts gefunden hat, return false. Das ist zwar nicht sonderlich expected contain string. Achso, weil das hier nicht abgeschlossen ist. Das ist zwar nicht sonderlich effizient. Allerdings ist das in dem Fall relativ egal, weil diese Dateien, das werden nie irgendwie eine große Menge sein. Das heißt, diese Kosten davon wirklich da durchzugehen und das zu durchsuchen sind minimal. Zumal für so einen Rechner hier. So, ZipReader File. Unpack from Zip, geht die Dateien durch. Dann checkt er für jede Datei auf den Name. Also if contain string, genau. Und zwar, ob der Name in der Liste der Dateien ist. Wenn ja, dann unpack file. Und zwar zip.file, das ist ein Pointer. Achso, f, wahrscheinlich. Ja, f.open, was macht denn open? Das macht ein read closer. Ja, okay. Werde dann noch eine Datei hinzufügen. Eine Funktion hinzufügen an pack file, was einen read closer nimmt oder ein zip file, eher ein zip file. Okay, f ist zip.file, target path String. Jetzt gibt es einen Error zurück. Wie immer. Das heißt, wir machen hier unpack file f und target path. Allerdings, target path sollten wir wieder file path.join machen und den target path mit dem Namen verknüpfen, fname. Dadurch wird quasi der Target, also der Name an diesen Zielpfad angehängt. Dann können wir einfach die Datei hier öffnen. ZipReader. SF open. Read closer nämlich. Ja, ist nicht null. Return error. Die für ZR close. Das ist auch der Grund, warum ich das, warum ich hier das ZIP-File übergebe und mich hier schon öffne, dass ich quasi hier dieses defer benutzen kann, um die, das, diese Datei wieder zu schließen. So, unpack file. Ich habe wieder einen Reader. Das heißt, ich kann wieder IO copy. Ah, ich muss die Zieldatei noch öffnen. Best was create target path. If error is nil, return error, wie immer. Defer dest close. So, und jetzt IO copy. Test ZR. Genau. Turn error. Also wie man hier sieht, die meiste Zeit geben wir die Fehler einfach nur nach oben durch.
zwingt uns allerdings, uns damit zu beschäftigen. Also zum Beispiel, wenn hier ein Fehler passiert, dann ist es nicht sinnvoll, dass hier noch dieses Defer ausgeführt wird. Wenn hier ein Fehler auftritt, dann soll dieses Defer aber ausgeführt werden. Das heißt, wir bauen uns hier so eine Kaskade auf von Sachen, die wir auf jeden Fall noch erledigen müssen, bevor wir hier beendet werden. So. Unpack File. Hier haben wir einen Error, der zurückkommt. If return error. Alles klar. Was das nicht garantiert, ist, dass alles, was hier in File drin ist, gepackt wird. Das ist ein bisschen schade, ist aber letztendlich auch egal. Return nil. Wenn wir quasi hier durch sind, durch die ganzen Dateien und alles ausgepackt haben, was hier in Files drin steht, können wir hier einfach nil zurückgeben. Er schließt hier die einzelnen gezippten Dateien, die wir entpackt haben, hat er auch geschlossen. Das ist alles gut hier. Genau. Das heißt, wir können dem jetzt sagen, er soll Dateien einpacken. So. Quatsch. Ja. Die enthaltene Datei, das ist sie, in das Base Q3 Verzeichnis entpacken. Okay. Das heißt, Unpack from zip. So, das Zip-File war das Texture-Pack. Der Target-Path ist IOQuake-Path. File-Path.join. Das könnte ich mir wahrscheinlich auch in eine Variable zwischenspeichern, ist aber eigentlich relativ egal. Base Q3. Und die Dateien, das ist nur eine, eigentlich immer nur eine, aber in dem Fall ist einfach sauberer, wenn man da quasi mehrere angeben könnte. Macht das Ganze erweiterbar. Error, und der übliche Tanz, if error, das sind eine, hoppala, print, ja, hier hätte ich auch eigentlich noch Fehler abfangen müssen. Ist einfach sauberer. Error. Copy. File. Kann sich so einfach machen. Exit 1. Auch noch hier zuweisen. So. Da. Copy from zip. Das extrahiert er sich. Mache aber noch mal ein Printline. Unpacking. High resolution textures. Und Unpacking, wie hieß das andere? High Quality Quake, genau. Unpacking High Quality Quake.
Earthquake. So, was wir hier machen, ist quasi exakt das gleiche. Wir können es wirklich kopieren. Müssen wir ein bisschen was ändern. So. Das Texture Pack wird das High Quality Zip. So, Fellpath Join. Das ist, glaube ich, gleich das BaseQ-Verzeichnis. Und zwar diese Datei hier. So. Could not unpack. High quality break. So. Genau. Und dann kommt noch diese auto-exec-config. Da haben wir schon eine fertige Version bei uns. Genau, in der Datei sollten noch die Auflösung und die Refresh Rate des Monitors angepasst werden. Das ist natürlich ein Problem. So, wir haben das Ganze im Discord. Habe ich Discord noch offen? Ja. Und zwar Quake 3 Arena. Ich ignoriere anscheinend den Chat. Ah, da schreiben Leute im Chat. Das ist ja unglaublich. QGIS ist da nach dem ersten Start. Muss ich gleich prüfen, ob die Datei da ist. Oh ja. Muss ich einfach die gesamte Zip-File zu entpacken, muss ich die Dateinamen ändern. Könnte man machen. Ist, ja. Ich weiß nicht, ob sich die Dateinamen wirklich verändern. Hallo Chat übrigens. Entschuldigung. Das ist irgendwie so weit rechts hier auf meinem zweiten Bildschirm, dass ich das nicht realisiert habe. Ich ziehe das mal ein bisschen weiter in mein Sichtfeld. Ich hoffe, ihr seid noch da. Q3K. Ist das echt erst nach dem ersten Start da? Ich glaube nämlich nicht. Ich hatte es nämlich nicht gestartet. Ich hatte es nur installiert. Ansonsten, ja, ich kann es ja abprüfen. Ich werde das eh nochmal irgendwie auf meinem Laptop hier testen müssen. Da ist das nämlich noch nicht installiert. Genau. Chat, seid ihr noch da? Hört ihr mich? Wo war ich stehen geblieben? Beim Discord. Und zwar sind hier angepinnt ist eine Auto-Exec. Kommt übrigens in Avas Discord rein, bitte. Weiß gar nicht, ob ich einen Discord-Link posten kann hier gerade. So. Dateien. Das ist die Datei. So. Die könnte ich jetzt theoretisch hinterlegen. Aber die sollte ich dann öffnen noch direkt, weil diese Auflösung, ich mache da einfach mal 1920 mal 1080, was ja eigentlich so die Standardauflösung derzeit ist, weil die Leute sollen das gefälligst updaten.
Also gut, ich kann das Ganze quasi hier unten reinmachen. Kannst ja Default Config und zwar ich glaube, es brauche ich nicht. Nee, brauche nur eins davon. Brauche nur zwei davon. So. Ich quasi diese komplette Datei hier einmal einfügen. Und ein bisschen sauberer, so. Also sauberer in Anführungszeichen. Jetzt ist am Anfang keine New Line. Und kann quasi diese Datei anlegen. Macht dann natürlich wieder eine entsprechende Datei rein. OMG, was ist das für eine Tastenanzeige? Die ist in OBS drinne. Ich kann mal gucken, wie dieses Plugin hieß. Ist ja Windows, hat nur halb hingeschaut. Kannst du die Auflösung nicht eintragen? Jein. Der Aufwand dazu ist richtig groß. Ja, das ist ein OBS-Plugin. Eigentlich halt für Spiele gedacht, dass man, dass die Leute sehen können, okay, der drückt jetzt nach vorne oder keine Ahnung. Genau. Suchst du es auch für OBS, Schoko? Ja, genau, ist gerade so für Programmierdinge auch manchmal ganz gut. Ich schau gerade mal. Wo waren denn die Plugins? Ich muss das nochmal raussuchen. Das heißt Input History bei mir. Wahrscheinlich irgendwie OBS Plugin Input History mal googeln. Ja. Genau, zurück zur Topic. Was wollte ich jetzt machen? Ach, die Datei anlegen. Create File from String. Name, ich sag jetzt balla, so String, also Name und Content. Input Overlay History, ist es das? Ja, das sieht gut aus. Snark, richtig. Sehr gut. Genau, create file from string, string content, wieder, wir geben wieder einen Error zurück, einfach nur, damit wir mitkriegen, falls irgendwas schief läuft. Das ist eigentlich relativ einfach. Create natürlich, name. Go hat da so einen schönen Flow. Also wenn bestimmte Sachen sind einfach immer gleich. Also zum Beispiel Datei anlegen. Ist immer OS Create und dann hat man sofort, okay, Name und zwei Rückgabewerte und dann prüft man das noch und dann macht man noch ein Defer F Close. Ist immer, das ist schön. Das ist einfach schön. Genau. F, haben die ein Write String? Ja, haben sie. Content. So, zack. Das gibt Int und Error zurück. Das heißt, wir müssen wieder das erste verwerfen. Und return, meine Güte, Error. So. Genau. Das ist so der letzte Streich oder der vorletzte eigentlich. Endline. Creating config file.
Create from String. Man kann das modifizieren. Geil, geil, geil. Ja, ja, das ist bei mir auch schon ein bisschen angepasst. Genau, einfach die, so die Zeit, die es anzeigt und dass es dass die Tasten irgendwie einzeln angezeigt werden und sowas. Filepath Join, das ist wieder IOQuake und wieder dieses Base Q3. So, und was wollen wir? Achso, Quatsch, da fehlt ja noch der Dateiname. Auto-exec-cfg. Und da wollen wir reinschreiben, das war's, Default-Config, genau. Und wie immer, Error. Ja, kein Return. Could not create config. So, und als allerletzten Streich printf config. Ah, ich bin müde. For Anpassung, Adaptation, printf, natürlich nicht printline. Genau, jetzt können wir nämlich open run adjustment. Sehr gut. Vielen Dank, Bob. Genau, jetzt können wir einfach das hier wieder kopieren. So, also der wird jetzt höchstwahrscheinlich dann einfach sagen, hier, mit was willst du eigentlich dieses CFG aufmachen? Aber das ist ja erstmal egal. Genau. Und dann machen wir noch eine nette Ausgabe hier. You are ready. Start S to play. Upsala, play Quake 3. New line. So, und da können wir einfach kannst du nicht Notepad mit der Config als Parameter aufrufen? Ja, könnte ich theoretisch. Allerdings auf meinem System würde das nicht funktionieren, weil Notepad nicht installiert ist. Wie ich vor kurzem festgestellt habe, kann man Notepad deinstallieren. Offiziell. Und da ich das nie benutzt habe, sondern immer nur Visual Studio Code benutze, habe ich das mal deinstalliert. Das heißt, wir werden mal sehen, wie es gleich funktioniert beim Testen. war mir bis vor 2 Tagen auch nicht klar. Genau, es steht, glaube ich, sogar hier drin, welche Datei man öffnen kann am Ende. Hier, genau, IOQuake. So. Print. Also, wir könnten es natürlich einfach öffnen, aber ich finde es netter, wenn man quasi einmal das ausgibt. Oder noch besser, was wir hier machen, open start,
Start macht quasi genau das gleiche wie Run, nur es wartet nicht drauf. Start und wir machen einfach nur diesen Pfad auf. Das heißt, der Nutzer kriegt quasi den Explorer geöffnet und sieht dann diese Datei, kann die sich noch irgendwie als Verknüpfung auf dem Desktop machen, wie auch immer. So, das sollte es eigentlich gewesen sein. Probieren wir es aus. Download, ja, das Enter. Sagte mir natürlich, das lehne ich jetzt mal alles ab, ist ja schon installiert. Wie vorhin lädt er es eigentlich parallel runter. Also parallel zur vorherigen Installation. Aber ist jetzt natürlich, wenn ich das ablehne, nicht der Fall. Ja. So, jetzt lädt er das Hires runter, was natürlich wieder eine ganze Weile dauern kann. Na, und was habt ihr noch so heute vor? Ist genau 0 Uhr. Haha, Serious Sam. Gefällt dir das? Ist das, macht das Spaß? Und schlafen. Ist gleich vorbei. Einmal noch testen und dann. Wie findest du denn die Qualität so vom Stream gerade? Ist das alles in Ordnung? Ja, ich bin irgendwie nie in Serious Sam reingekommen. Aber ich habe auch, ich glaube, den Dreier gespielt. Der war ja wohl auch nicht so gut, wie ich gehört habe. Ja. Ja, dieses Plugin, ich habe auch ein bisschen gesucht, muss ich sagen. Es gibt nämlich einige, die dann irgendwie also nur irgendwie Teile der Tastatur anzeigen können oder irgendwie nur die Pfeiltasten oder so, aber dieses Plugin, das fand ich dann doch sehr nett. So, Copying, Unpacking High-Resolution Textures. So, how do you want to open this file? Natürlich, genau. VS Code, okay. So, da ist es. Kann ich sogar gucken, ob er mir das, ja, er hat es geöffnet. Kann mal schauen. Jetzt müsste er hier die Config überschrieben haben, die ich vorher hatte. Ja, das ist die, genau. Da sind jetzt, ist jetzt die andere Auflösung drin. Display Refresh 60. Ja, es funktioniert. Ja, genau, Schoko. Ja, mit Passwörtern sollte man vorsichtig sein. Auf jeden Fall. Ja, klasse. So, da das eine Go-Anwendung ist, also es gibt quasi noch zwei Schritte, die man es machen kann. Einen werde ich jetzt noch im Stream machen, und zwar das einmal bauen. Das ist relativ einfach. Go build Punkt einfach. Genau. Go build Punkt. Dann baut er das einfach. Jetzt haben wir hier Quaker-Exe. Die können wir einfach aufrufen.
Macht genau das Gleiche. Kann man auch Doppelklick drauf machen, geht halt das Anwendungsfenster auf. Breche ich jetzt ab. Genau, und dann lade ich das mal hoch. Kannst du noch einen Eintrag für den Nicknamen reinmachen? Das ist eigentlich eine gute Idee. Wo wird denn dieser Nickname reingemacht? ZA Name. Wird der hier schon hinterlegt? Nee. Baller. Ach komm. Nee, noch nicht. Hab ihn bei mir ganz oben drin. Ja, im Zweifel würde ich das ganz unten mit reinmachen. Wenn man die als Admin ausführt, hauen dann die Admin-Prompts ab. Wie meinst du das, Schoko? Bobby, Entschuldigung. Ach so, ich glaube, wenn man das gleich als Admin ausführt, dann gibt es diese Warnungen gar nicht. Wir können das gerade mal ausprobieren. Rechtsklick, Run as Administrator. Okay. So, Downloading. So, press Enter. Press Enter. So. Genau, dann führt das direkt aus. Und dann wartet er. Nee, auch nicht. Anscheinend. Dann am besten dazu schreiben. Okay. Ja, ich finde es jetzt nicht so das große Problem, wenn das dann fragt. Ja. Okay. Ah, das kann sein. Ich glaube, die checken nur. Ah, ach so, ja, verstehe, mit dem blinkenden Fenster. Nachfolgend, dass angeblich nichts installiert sei. Ich glaube, die checken gar nicht die Registry für die. Nein, Quatsch. Ah, ja klar, das wird nicht an der Stelle in die Registry reingetragen, weil das ja nur für den Current User ist und nicht für das für Local Machine. Oh, das ist ein gutes, das ist eine gute, ein guter Einwand. Das sollte ich dann noch testen. Das mache ich aber heute, also heute vielleicht schon, aber diesen Abend nicht mehr. Ging es dann, war nur weird. Ja, die checken den falschen Registry Key. Ich überlege noch, ob ich die Ausgabe nicht bunt machen sollte. Was meint ihr? Dass man quasi so Downloading in grün und dann die URL in blau oder sowas hat. Nur noch 1000 Lines. 1000 Lines gehen schnell. Ich habe festgestellt, bis 10.000 Lines kannst du, geht überraschend schnell und dann wird's aber zäh. Programmiert ihr auch? Was macht ihr eigentlich so den ganzen lieben Tag, außer Ava zuschauen? Keiner sieht die Schönheit, oh.
Oh, du leitest eine Entwicklungsabteilung, das ist natürlich super jetzt. Okay, ich muss Schluss machen. Ja, ich raide. Dann, Moment, wie kann ich das denn? Ich werde zum ersten Mal raiden, also ich muss mal schauen. Wie immer, like und subscribe, auf jeden Fall. Wisst ihr, wie man raidet? Ich muss da wahrscheinlich irgendwie in Twitch. War sehr geiles Skript, danke fürs Schreiben. Ja, bitte sehr, ich werde das auch noch in den Kanal reinpacken. Glocke und Abo, genau. wie zur Hölle raidet man? Kann man ja sicher in der Twitch-App machen. Ich glaube, Raid-Kanalname. Ah, ja, das macht Sinn. So, Frank. Raid. Frank. Bayer. Na dann, bis bald.